Innerhalb der Meditationspraktizierung des Eden Spirit Projektes wird unter anderem auch die weiße Knochenmeditation gelehrt. Diese ist eine der wichtigsten Meditationstechniken, die der historische Shakyamuni Buddha bereits vor 2500 Jahren extra für uns Menschen aus tiefstem Mitgefühl entwickelt hat, um dadurch sehr effektiv in die Zustände echter Tiefenmeditation zu gelangen und uns mit unserem eigenen Tod und unserer Vergänglichkeit auseinanderzusetzen. Es handelt sich hierbei um eine spezielle Technik, die besonders bei stark kopflastigen Menschen hilft, die äußere Welt mit einer notwendigen Distanz zu sehen und sich von der Welt lösen zu können. Diese Meditationstechnik wird von der tantrischen Yogini und lebenden Inkarnation der weißen Tara, Wang Lin Jasmin, unterrichtet. Jasmin erklärt nicht nur die tiefen Bedeutungen und Hintergründe, sondern nach jeder einzelnen praktizierten Stufe und häufigen Wiederholung besprechen auch alle Teilnehmer miteinander, was für sie die Meditation jeweils an Einsichten gebracht hat und wie sie von diesen Erkenntnissen berührt worden sind. In diesem hier nun eingestellten Mitschnitt unseres Teilnehmers Henry ging es um die konkrete Herausforderung an die Meditierenden, den eigenen Tod oder mehrere Tode im Detail zu visualisieren und sich dort sehr stark hineinzuspüren. Das Fazit der Erkenntnisse unseres Teilnehmers Henry wird euch hier als ein Beispiel vorgestellt. Ich hatte angefangen gehabt mit einem brennenden Raum, also ein Fenster, eine Tür, überall ist Holz und ein Feuer brennt. Und ich habe gesehen, ich komme nicht mehr an das Fenster ran, um rauszukommen, und ich komme nicht mehr zur Tür, um rauszukommen. Und dann so Panik. Was jetzt? Große Frage. Und dann einfach nur hingehockt und so viele Gedanken, was wird jetzt aus den anderen, wie werden die klarkommen, und aber ich spüre in mir drin, das ist halt eben das Ende. Das gibt keine Verhandlung. Es gibt keine Verhandlung. Also habe ich zu mir gesagt, weißt du, wenn du so viel gelernt hast, dann gehst du mit einem Funken Würde. Würde kommt durch Lernen und Verstehen. Und wenn du... Was kannst du tun, wenn du stirbst für andere? Und dabei kam der Gedanke, ja, dann setz dich doch so hin und stirb so. So wie wir diese Mumie gesehen haben, ne? Diese Lamas. Ich sag, wenn dann irgendwann Feuerwehr kommt, und alles ist verbrannt und du bist auch komplett verbrannt, aber wäre das nicht ein Zeichen? Wozu, was kann Mensch wirklich tun? Wir waren ja so überrascht, wie kann dieser Mönch so und so. Ich habe gesagt, das wäre doch ein Zeichen. Und es ging aber trotzdem noch diese Gedanke, naja, was wird mit den anderen? Und dann habe ich so quasi zu mir selbst gesagt, bist du doof? Die kommen auch ohne dich klar. Wozu? Kein Mensch braucht dich. Mal jetzt ernsthaft. Kein Mensch braucht dich. Die Leser vielleicht, ja. Ganz ehrlich, wenn ein Mensch stirbt, was passiert mit allen anderen? Ganz kurzen Moment. Aber es geht eh und dann weiter. Und dann, ja, was gibt's zum Mittag? So, das Leben, diese, wie sagt man, the show must go on. Das Leben wird weitergehen, ob ich nun so sterbe, vollkommen egal, welche Art von Tod ich erleide, wirklich nur in Anführungszeichen erleide. Und dann habe ich gesagt, du weißt, dass es zu Ende ist, was soll der Quatsch? Also hör doch auf, diesen Unfug zu denken. Setz dich hin, meditier, es wird demnächst warm werden, sehr warm, aber du weißt, du hast den Film gesehen, du hast gehört und mach. Und dann war dieses wirklich loslassen. Da merkte ich auch richtig, wie ich so alles zusammengefallen ist und ich so dachte, kipp jetzt hier bloß nicht zur Seite. Das ist doof. Und dann hatte ich einen zweiten Tod vorgestellt, weil diese Sache war für mich total in Ordnung.
Das ist ein Feuer, du kommst nicht raus. Wozu bedauern? Was willst du bedauern? Warum willst du andere Leute dafür bedauern, dass du nicht mehr da bist? Wie egoistisch kann das bloß sein? Ja, egal. So, ich stehe oben auf dem Tafelberg, war ich ja jetzt einmal gewesen. Wie heißt das? Südafrika. Tafelberg ungefähr. Ich weiß nicht, 1 Kilometer vielleicht hoch oder so. Und früher, als Kind hatte ich eigentlich nur so 2 wichtige Tode. Das ist einmal irgendwo runterfallen, das hatte ich neulich schon mal gesagt, und einmal ersticken. Ersticken ist für mich das Nonplusultra. Runterfallen ist auch schlimm, aber ersticken ist noch schlimmer. Und dann guckt man ja ab und zu auch mal, wenn man auf einem Berg steht, mal über die Klippe rüber, wie es denn da unten so aussieht. Und dabei habe ich den Halt verloren und merke dann wirklich, wie ich runterfalle. Und zuerst kommt dieses Gefühl, was jeder aus dem Traum kennt. Du fällst und fällst und fällst. Und hast das Gefühl, dieselbe Stelle kam schon 4-mal an dir vorbei, du fällst immer noch. Ja, eigentlich wie dumm, ne? Und dann denke ich, ja, aber wäre ja zu schön, wenn das so einfach wäre, ne? Und schlage ich auf so einer Felskante auf und das ist so? Nee, so, so, so. Und dieses Ganze reißt wirklich weg. Und dann ist ein Schmerz da und auf der anderen Seite auch der Gedanke, ja, wozu ist dieser Schmerz gut? Da hast du ja noch einen Weg vor dir, also das überlebst du sowieso nicht. Und dann, nächste Ding fällt genau auf Becken rauf, so, genau hier so, aber mit dem Hintern quasi. Und auch das, hörst du es brechen. Und auch wieder Schmerz und auch wieder der Gedanke, wozu soll dieser Schmerz in dem Falle jetzt gut sein? Du weißt, du hast noch Weg vor dir, kein Problem, dann stirbst du, fertig. Brauchst du nicht mehr nachdenken. Und dann fiel mir auf, dass wenn ich Schrecksekunden hinter mir habe, ich hatte ja nur auch schon ein paar Unfälle gehabt und so weiter, in diese Schrecksekunde gibt es keinen Gedanken. Es gibt nur noch die reine Aktion. Es gibt nicht mehr dieses Bewusste, wenn ich das jetzt so mache und wenn ich das jetzt so mache. Es ist einfach nur reines Agieren, ein purer Instinkt und aber kein Gedanke in dem Moment. Eigentlich eine extreme Stille. Und das fiel mir bloß dann wieder ein und ich falle weiter und zum Schluss mit Kopf aufgeschlagen und dann wirklich Bewusstsein verloren und weg. Dann rief gestern eine Kollegin an aus Güstrow und die sagte, in der Straße, wo sie da den Shop haben, da wurden gerade Verputzerarbeiten gemacht und da waren gerade ein paar Ausländer am Verputzen und der eine hat eben auch vom Gerüst Halt verloren und schlägt mit dem Schädel auf ein Metallrohr und sofort tot. So, und dann habe ich mir auch überlegt, oh, wir sitzen jetzt hier gerade in dem Moment und meditieren. Wenn jetzt irgendwas vom Himmel runterfällt, gibt einen Film, da fliegt, der Typ träumt andauernd, dass eine Flugzeugturbine auf ihn runterfällt. Ja, und tatsächlich eine Nacht passiert das. Durch das gesamte Haus, durch in sein Bett rein. Erledigt. Und das sage ich, dieser Moment, ich habe schon so oft jetzt auch nicht nur von Frank natürlich gehört, auch alle anderen, egal welche Guru man hört, sagen immer, es gibt nur jetzt, es gibt nur hier. Du brauchst nicht Vergangenheit, du brauchst, hatten wir ja gestern auch, brauchst nicht Zukunft. Und nur hier und jetzt. Es gibt sowieso keinen anderen Zeitpunkt. Es gibt nur dieses Hier und Jetzt. Und dann habe ich zu mir gesagt, diese Idee einfach loszulassen, die ist so schön, so angenehm, weil diese Welt ist eben nicht für die Ewigkeit gemacht. Entweder denke ich an Shakyamuni, der hat gesagt, das ist nun mal so. Alles, was da ist, das kommt, das bleibt für einen Moment und das geht. Das ist so natürlich. Und dann kam so in mir die Überzeugung, der Tod ist wohl das reinste Geschenk, das überhaupt möglich ist. Man denkt immer, ja, man wird geboren und man hat die Zeit zum Leben und zum Lernen und sowas alles und sich in Menschen zu verlieben und die gern zu haben und alles Mögliche. Aber diese Wahrheit, dass der Tod, das, was ich so schön finde von der Bezeichnung her, was Tolles sagt, der Tod nimmt ja alles weg, was du eben nicht bist. Und dieses ganze Weltliche, das bist ja nicht du.
das, was übrig bleibt, das, was reine Essenz ist, was reiner Geist ist, das bist du und das überdauert alles. Das ist nicht gebunden. Und dann habe ich auch darüber nachgedacht, als Kind diese typische eine Etage zu meiner Tante nach oben, und immer wenn ich runtergegangen bin, die Treppenstufen, war für mich immer Horror. Ich habe mich immer fallen sehen. Jedes Mal habe ich mich runterfallen sehen und tot. Hatte ich neulich auch schon mal gesagt. Und diese Situation letztes Jahr im Krankenhaus, wo du den Tod spürst. Es ist nicht mehr diese Ferne, so wie wir es alle kennen. Ne? Ja, irgendwann sterbe ich einmal. Ne? So, du kannst ihm winken, das ist auch alles schön, aber das ist ganz weit weg. Und wie ich da so liege und euch jede Nacht penetriert habe mit meinen Nerven, mit meinem Nervenkostüm, war gerade in den Tagen, ich weiß nicht, so vielleicht so ab Tag 8, 9, 10, der Gedanke wirklich nicht mehr einschlafen, weil dann wachst du nicht mehr auf. Immer wieder. Nicht einschlafen, du wachst nicht mehr auf. Und es war immer das Gefühl, dass der Alte mit der Sense am Bett steht, einen Zettel in der Hand hat. Komm, wird Zeit. Und dieser Gedanke, nicht mitzuwollen, nicht mitzugehen, das war jetzt, wie ich verstehe, diese unreif Wesen von mir, dass es eben undenkbar war. Wie könnt ihr auf mich verzichten? Geht doch gar nicht. Seid mal ehrlich. Und dann hat mein Verstand gesagt, ja, Ina hat vorhin gesagt, so auf Gesundheit achten ist totaler Blödsinn. Aber wie kann ich denn helfen, wenn ich nicht gesund bin? Hm? Und ich so, das ist deine Begründung? Das ist echt die ganze Begründung dafür, dass wir gemeinsam versuchen, das hier am Leben zu erhalten? Dass du sagst, ja, guck mal, dann sterbe ich ja nicht. So richtig, ich sage, was für ein Ego. Wie unangenehm ist das? Ich sage, wenn das deine einzige Existenzberechtigung ist, wozu? Wozu bist du überhaupt noch da? Totaler Unsinn. Es ist totaler Unsinn. Und leider gibt es ja gerade in unserer Szene sehr viele Filme, die immer diesen berühmten, diese Pneumonie, davon sterben halt eben. Es ist halt eben irgendwann, du wirst immer dünner, immer dünner, immer dünner. Kennt ihr ja auch. Habt ihr ja gesehen live. Und irgendwann kommst du nicht mal mehr alleine aus dem Bett raus. Irgendwann gibt es dann diese Beatmungsmaschine, wo du eben nicht mehr die eigene Kraft hast zu atmen. Und da gab es so vor, ich glaube, 3 oder 4 Jahren, gab es so 2, 3 Filme, und das war im Nachhinein betrachtet eine heftige Prüfung und ein Zeichen von oben, das ich aber nicht wahrhaben wollte. Und dieser Film läuft und diese beiden, ja, dieses Paar, diese zwei Männer, zusammen im Krankenhaus, und der eine liegt im Bett und an dieser Beatmungsmaschine, und es ist eben eindeutig abzusehen, er wird sterben, und das hat mich so innerlich mitgenommen. Ich habe zu mir gesagt, mach raus, will das nicht sehen. Ne? Warum zeigst du mir ständig so eine scheiß Filme? Ne? Und ich kann das angucken, das ist kein Problem. Betrifft ja nicht ihn. Und warum auch immer war dieses Gefühl so intensiv jetzt auch wieder im Krankenhaus und dann mit Handy die ganze Zeit lang geschaut. Was passiert? Ja, irgendwann landest du in so einer Beatmungsmaschine und dann weißt du eigentlich, es ist bloß noch eine Frage der Zeit. Doch, Gefahr der Tod war schon ein paar Mal da. Der war schon ein paar Mal da. Und das war immer sehr beeindruckend. Und das ist das, was ich auch neulich sagte, dass der Tod eben so, der hat nicht diese Emotionalität. Ach, du bist so eine Nette. Bleib mal noch. Ne? Und du hast ja noch Kinder. Ne? Ja, bleib mal noch, kein Problem. Ne? Und du hast ja auch noch eine höhere Aufgabe. Ne? Dich brauche ich auch nicht mitnehmen. So, dann sitzen wir wieder bei mir. Und er sagt dann, ja, wofür bist du schon gut?
Oh, komm mal mit. Gehe ich wenigstens nicht umsonst. Für mich war aber immer jeder dieser Tode, auch wenn der letzte sicherlich der durch den gesamten Körper wirklich durchgeht, dieser erstickende Tod und dann Piepmaschine dran und du weißt, dass es endet und er gibt auch wieder keine Verhandlungsmöglichkeit. Du kannst nicht sagen, ja, aber ich habe noch irgendwas vor. Nein, ist nicht. Und trotzdem war jedes Mal beim Verbrennen, beim Runterfallen, dann diese letzte Situation, ein unglaublicher innerer Frieden da. Und der Frieden war immer verbunden mit keine Sorgen, keine Ängste, keine Zweifel. Tod heißt diese ganze, ganz klare See, gibt keine Erschütterung in diesem See, gibt nur Klarheit und Reinheit und Wahrheit. Keine Angst vor dem Tod. Angst ist das Natürlichste im Leben. Und dann dieser selbe Gedanke wie bei dir auch, vielleicht hatten wir den auch zeitgleich, ich weiß es nicht. Dann, du könntest jetzt gehen. Kannst du jetzt gehen? Jo. Ich habe zwar nachher noch Termine, aber ich will, kein Problem. Ja. Ja. Weil wenn ich überlege, in unserem Körper stirbt jede Sekunde so und so viel tausend Zellen. Wir sterben sowieso jeden Tag. Jeden Tag. Das ist das Natürlichste überhaupt. Eigentlich ist das Unnatürlichste das Leben. Und das Natürlichste ist das Sterben. Und dieses von sich weghalten ist vollkommen idiotisch. Ich kann nicht verleugnen, dass es Friedhöfe gibt. Ich kann nicht verleugnen, dass Menschen sterben. Ich kann auch nicht mal verleugnen, dass ich sterbe. Wie sollte das möglich sein? Muss sterben. Und es kann sowieso jede Sekunde passieren. Das ist auch ein schönes Beispiel mit dem Messer im Rücken. Ne? So nach dem Motto, du bist irgendwo unterwegs und dann kommt ein Messer im Rücken. So, und dann kommt diese, oh, ja, aber ich habe doch noch Pläne. Ja, ist doch scheißegal. Pläne. Was für Pläne? Was könnte wichtiger sein, als zu sterben? Ich finde, wenn man das wirklich sieht und verinnerlicht, was übrig bleibt, ist nur Frieden. Absoluter Frieden. Kein Geblubber mehr, keine Emotionen mehr. Nur noch dieser ganz wunderschöne, stille See. So wie ich mir wirklich Gott in seiner Perfektion vorstelle, wie ein See aus Energie, aber nichts, absolute Stille.